Messwerkzeuge, Messgenauigkeitsklassen und mit was für Toleranzen muss ich rechnen bei den unterschiedlichen Werkzeugen? Herzlich willkommen bei selbstklebefolien.com. Mein Name ist Michael Maus. Dieses Thema ist nicht nur für Selbstklebefolien geeignet, sondern auch für alle anderen erdenklichen Maßnahmen. Denn es geht um Messwerkzeuge. In der Produktion messen wir eigentlich immer nur mit Stahlmaßbändern. Denn Stahlmaßbänder sind wieder sehr formstabil und weisen eine Messgenauigkeitsklasse 2 auf. Messgenauigkeitsklasse 2 bedeutet zum Beispiel, wenn wir eine Oberfläche von bis zu 500 mm messen, müssen wir mit einer Toleranz von bis zu 0,4 mm rechnen bzw. diesen Kauf nehmen. Dann hat jeder zu Hause noch einen Holzgliedermaßstab bzw. einen Zollstock, wie man so schön sagt. Hier ist überwiegend eine Messgenauigkeitsklasse von 3 aufgebracht. Man erkennt das an römischen Zeichen, überwiegend die vorne auf dem Messwerkzeug eingeprägt oder aufgedruckt sind. Das bedeutet, dass wir wieder bei einer Abmessung von 500 mm eine Toleranz von bis zu 0,8 mm haben bzw. damit rechnen müssen. Das kommt bei solchen Werkzeugen unter anderem durch Luftfeuchtigkeit, Temperatur und so weiter und so fort. Okay, dann haben wir noch diese Rollstahlmaßbänder. Eigentlich wunderbares Werkzeug, auch überwiegend mit einer Messgenauigkeitsklasse 2 ausgeführt, also recht genau. Allerdings haben diese Dinge ihre Tücken. Vorweg, meine Empfehlung ist, nicht hier vorne anzufangen zu messen, sondern ich fange bei der 10 an zu messen, wenn ich hiermit messe. Ich vermeide es aber und nehme lieber einen Zollstock, Holzgliedermaßstab oder ein Stahlmaßband. Der Vorteil, wenn ich bei 10 messe und dann mein Maß habe, ich muss natürlich 10 abrechnen, ist aber, dass diese Lippe hier nicht mehr relevant ist. Denn diese Lippe ist relativ trickreich in zwei verschiedene Art und Weise. Entweder sie ist ausgefahren, dann hat man 3-4 mm mehr, oder aber sie ist nicht ausgefahren. Das heißt, mit einem Werkzeug muss man tatsächlich messen können. Es ist durchaus sinnvoll bei Holz, wenn man diesen Anschlag benutzt, beziehungsweise bei anderen Oberflächen, wenn man diesen Anschlag anschieben kann. So, nächste Tücke von diesem Werkzeug ist ganz einfach, wenn man sie plan auf eine Oberfläche legt, dann kommt es hier zu einem Winkel. Und dieser Winkel macht durchaus 3-4 mm Unterschied im Vergleich zu einem Stahlmaßband oder Zollstock. Das sehen wir in einem kurzen Video. Wir vermessen jetzt einmal einen Zuschnitt. Dieser Zuschnitt wurde mit einem CNC-Gerät hergestellt auf 50 x 40 cm. Mit einem Holzgliedermaßstab der Messgenauigkeitsklasse 3 kommen wir hier auf tatsächlich 50 cm plus minus, ja, so ungefähr einen halben Millimeter. Dann nehmen wir ein Stahlband, was aufgerollt wird. Hier kommt es schon, hier haben wir schon ein Problem, und zwar, dass sich dieses Ding hier so schön bewegen lässt, und das sind durchaus 2-3 mm. So, wir legen das einmal kurz so an. Ja, das ist hier schon mehr oder weniger Schätzerei, und oft weiß man auch nicht, wo muss jetzt der Anschlag sein. Ja, ich habe jetzt mal den, ich justiere das mal, sodass der Anschlag innen ist. So, dann komme ich aus dieser Sicht hier auch auf 50 mm. Was nun bei einigen Leuten beim Nachmessen passiert, ist, dass sie das Ganze so halten. Und hier habe ich schon einen Schwund von ungefähr 2 mm an dieser Stelle. Das genaueste tatsächlich ist ein Stahlmaß, was halt plan liegt. Wir legen das mal ganz genau an und kommen hier auch ganz genau. Dass das Ganze etwas tückig ist, sehen wir auch noch beim Ausmessen von einer Alu-Verbundplatte. Hier sehen wir auch besonders den Winkel, dass es hier auch wieder zu einer sehr hohen Maßtoleranz kommt. So, alternativ messen wir jetzt einmal eine Platte aus. Diese Platte hat mit unserem Stahlband genau 59,4 cm.
Problematik bei solch einem Rollmaßband ist jetzt auch schon wieder, wo lege ich an? So, wenn ich jetzt ziehe, bin ich hier bereits bei 59,3. So, ich mache den Anschlag jetzt mal rein, dann bin ich bei 59,2. Und der Fehler, der oft gemacht wird, ist, dass hier runtergedrückt wird. Und dann bin ich nur bei 59,1. Womit misst man denn nun, wenn man kein Stahlband hat? Mein liebstes Werkzeug ist immer noch der Holzgliedermaßstab. Bei so kleinen Flächen ist der dann doch recht genau. Wir sind hier bei 59,4 cm. Jetzt messen wir noch eine kleine Fläche aus, in diesem Fall eine Glasscheibe, und zwar eine eingebaute an einem Fenster. Und das Ganze ist ungefähr, also nicht größer, wie 40 cm. Problematik ist, dass unsere Werkzeuge oft viel größer sind. Auch Holzgliedermaßstäbe haben da ihre Tücken durch diese Winkel, die eingebaut sind. Deswegen ist es sinnvoll, eine solche Fläche in zwei Teilen zu vermessen und sich eine Hilfslinie zu bauen. Auch hier werden wir sehen, dass wir eine sehr hohe Toleranz, je nachdem, wie wir nun die Zahlen ablesen bzw. das Messwerkzeug benutzen, in Kauf nehmen müssen. Wir vermessen jetzt mal die Breite eines Fensters, und zwar extra eines schmalen Fensters. Zuerst gehen wir mal mit unserem Stahlmaßband an die Arbeit. Das sind 20 cm. Ich messe hier extra von zwei Seiten. So, und das sind 16,5. Wären das 36,5 cm. Die Problematik ist, wenn ich von hier oben, wenn ich so messe, müsste ich hier schon irgendwo loten und hier liege ich irgendwas plus minus 2 mm. So, Zollstock sieht ähnlich aus oder Holzgliedermaßstab. Hier habe ich auch das ein oder andere Problem von den Gelenken her, aber hier bin ich auch bei 20. Ja, und hier bin ich auch bei 16,5. Also habe ich dasselbe Ergebnis. Jetzt kommen wir zu unserem Rollmaßband. Nicht unbedingt mein Favorit, weil hier sind die größten Messfehler überhaupt. Ja, ich lege das einfach mal so rein. Jetzt bin ich hier bei 36,2. Ich mache das nochmal andersrum. Ja, man sieht das jetzt vielleicht besser, bin ich bei 36,2. Wenn ich das aufrichte, bin ich bei 36,5. Das heißt, ich habe auch hier ein plus minus 3 mm. So, ziehen wir ein kurzes Fazit. Sollen wir denn nun messen oder nicht messen? Ja, das ist nun die Frage. Meiner Erfahrung nach ist es sinnvoll, sich Rohware, jetzt ist es egal, ob es Holz- oder Klebefolie zu holen, also Rohware zu holen, mit seinem eigenen Messwerkzeug Oberflächen auszumessen und mit seinem eigenen Messwerkzeug und der eigenen Messtechnik dann nachher das Holz, die Platte oder die Folie auszumessen. Hat den Vorteil, dass man hier durchaus immer den gleichen Fehler machen kann, aber ein perfektes Ergebnis bekommt. Wenn einem nun nichts anderes übrig bleibt, wenn man einen Zuschnitt ordert, es ist egal, ob es Stahl ist, Metall ist, ob es Holz ist, ob es Plastik ist oder ob es eine Klebefolie ist, dann muss man wissen, dass die Messgenauigkeitsklasse und die Messtechnik, die man anwendet, und jetzt die Messgenauigkeitsklasse der Produktion, ja, der Säge des CNC-Gerätes, hier zu einer letzten Endes Messungenauigkeit kommt. Und die kann nun, wie wir gesehen haben in den Beispielen, so 2, 3, 4, 5 mm sein, wenn man das Messwerkzeug nicht richtig benutzt. Okay, wenn Sie Fragen zu Klebefolien haben, zum Ausmessen, dann können Sie uns gerne ansprechen oder das Ganze hier unten drunter stellen. Nicht vergessen, diesen Kanal kurz abonnieren, die kleine Glocke läuten, denn dann informiere ich Sie gerne, wenn das nächste Video am Start ist. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal bei selbstklebefolien.com.